Servus, grüßt euch, habe die Ehre, würde ich jetzt sagen, wenn ich hier in Bayern wäre. Ja. Die bayerische Fahne hier, die habe ich extra aufgezogen hier, um Dom zu ehren. Denn Dom hat ein Video gemacht, die allerbeste Gorsenmors in seinem Leben. Und das sind nur drei Zutaten. Und das ist etwas, was ich mir auch merken kann. Und deswegen habe ich mir gedacht, Mensch, das Video könntest du mal machen. Ja, mal gucken, wie so eine Gorsenmaß schmeckt, was eine Gorsenmaß ist. Müsst ihr euch mal erkundigen, ich könnte es euch auch sagen. Aber erkundigt euch mal ein bisschen. Es sind praktisch nur drei Sachen dabei. Einmal hier so ein Guinness, ja, so ein irisches Bier. Dann eine Cola. Und ein Kirschlikör. Ja, ich habe Eckes genommen. Ja, normalerweise sollte man jetzt die Marken nicht nennen, aber ich habe mir alles selbst gekauft und ich werde auch im Werbevideo jetzt zeigen, dass es ein Werbevideo ist. Man muss ja überall Werbevideo hier, Werbevideo da einblenden, überall Werbevideo, vor lauter Werbevideo siehst du das Video gar nicht mehr, um was es geht. Und wie wir das jetzt machen, das zeige ich euch. Es ist alles eisgekühlt, schön kühl. Und ich habe so ein Original Guinness Glas. Das ist jetzt kein Maß wie in Bayern da, sondern große, wie es auf dem Oktoberfest gibt. Das ist nur eine halbe Geisenmaß. Und da schauen wir uns das mal an jetzt. Ja, wir wissen ja, wenn wir so eine Büchse aufmachen, das spritzt immer mächtig. Ja, wir schauen mal, wie das. Ich halte mal die Hand drauf. Und dann mischen wir mal so die Hälfte etwa rein. Ja, die Hälfte. Ja, sieht ganz gut aus. Und von der Cola die andere Hälfte. Ein bisschen Platz lassen wir nach oben, denn wir wollen ja noch ein bisschen Kirschlikör reinmachen. Kirschlikör könnt ihr so viel reinschenken, wie ihr gerne möchtet. Von der Sache her, beim Tom, da hat eine Maß genommen, da hat eine halbe Flasche Kirschlikör reingeschenkt. Ich denke, man kann so viel nicht brauchen. Schauen wir mal, wie viel ich nehme. So. Ah, das ist ein ordentlicher Schluck. Und dann tun wir jetzt da den Kirschlikör dazu. Jawohl. Färbt sich schon richtig schön ein, gell? Sehe ich gerade im Hintergrund. Ja. Und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. Ich hatte zwar einen Dom gefragt, ob das nicht jetzt auch ein bisschen umrühren, alles hat er, nee, so wie es ist, so trinkst du es. Dann zum Wohl. Auf eure Gesundheit. Hoch die Krüge in die Runde, spül die Lüge aus dem Munde, dass du das Leben nehmen musst, wie es ist. Ja, okay. Schmeckt fast noch besser wie Guinness pur durch den Kirschlikör. Na, ist angenehm zu trinken. Ja, ich nehme noch mal einen Schluck. Ich kann mir jetzt auch so vorstellen, Tom. Wenn du sagst, das ist die allerbeste Gorsenmaß oder bei mir die halbe hier in deinem Leben, schmeckt schon gut. Ja, jetzt können wir aber uns überlegen. Wir haben ja noch eine halbe Büchse hier. Ja, da werde ich mal noch einen anderen Test machen. Und zwar so ein halbes Gläschen davon, halbes Gläschen davon. Ja, in etwa. Ja. Ja, alles schön leer machen. Ja, man hört auch die Kugel noch hier drinnen. Im Guinness. Und jetzt können wir natürlich was anderes nehmen. Ich habe mir ja hier so Malz drum gekauft. Malz schmeckt auch gut. Ja, und dann geben wir mal ein bisschen Malz drum rein. Ja, auch fast voll, damit es. Ja. Und dann machen wir noch was anderes, und zwar für die Freunde aus Österreich. Da nehmen wir Almdudler. Almdudler ist auch ein Getränk, was eigentlich sehr erfrischend ist, was sehr gut schmeckt. Und das geben wir jetzt hier auch mit dazu. Fast voll. Und ist schon fast zu voll. Ich trinke mal ein Stück weg.
Naja, gut. Okay. Ja, dann probieren wir das mal. Den anderen Dudel hatte ich ja eben probiert. Mal sehen, wie es mit Kirschlikör schmeckt. Also mit Kirschlikör schmeckt das auf jeden Fall besser. Und sollte es jetzt der neue Hit hier werden, nächstes Jahr auf der Alm hier in Österreich. Ihr wisst, wo ihr es erst gesehen habt, ja, wer es praktisch erfunden hat. Wer hat es erfunden? Danger! Die Schweizer. Oh, genau. Von Reckeler. Eben. Liebe Schweizer, also diesmal haben es die Thüringer, sprich die Röner, erfunden. Ja, aber ich hoffe mal, das kommt auch gut an. Man kann es auch gut trinken. Jetzt probieren wir mal das Malz. Ohne Schnaps, ja, geht. Aber ich denke mal hier, der Kirschlikör ist schon, da macht das schon besser alles. Ja, keine Frage. Na, bei dem Kirschlikör schmeckt das viel, viel besser. Und wenn ihr mal probieren wollt, dann könnt ihr es durchaus auch mal machen. Ja, die drei Sorten habe ich probiert. Und wenn es euch interessiert, wie es beim Tom war, ja, dann werde ich den Kanal mal verlinken. Schaut euch mal an Tom sein Video an. Tom hat natürlich beim Kirschlikör hier ein bisschen mehr reingeschüttet wie ich. Und dann schmeckt es natürlich auch besser. In dem Sinne würde ich sagen, macht's gut, lasst es euch gut gehen. Bis zum nächsten Mal. Euer